Warum macht der ja nicht das, was ich von ihm will? Was ist da los? Der hier oben auch. Böser. Böser Motor. Was? Böser Sterling-Motor. Was ist denn das jetzt hinten? Ich hoffe, die machen gleich, was ich von denen will. Sonst. Ärger. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Bruchstein mehr. Da fiel mir ja wieder ein. Hier unten ist ja eine Bruchsteinfabrik. So. Hm. Oh, da drüben ist. Drüben ist gerade ein Baum gewachsen. Ein Baum gewachsen, der schnell wieder weg war. Ich hab's halt nur gehört, wie sie drüben geklatscht hat. Jetzt muss ich mal gucken, ob die sich hier vertragen. Zwei Redstone-Signale nebeneinander. Es war eigentlich schon mal. Sehr gut, dann ist schon mal. Dann ist schon mal alles risch. Also der Workbalken steigt. Dann haut's hin. Keiner Scheiß. Hä? Gut, musst du noch Lara dran holen. Aber so zerrt er erstmal raus und ja. An. Ey, das Spiel will mich gerade hier komplett rollen. Du bist rausgeflogen. Ja, bist nee, ich bin raus, bin gegangen. Hier. Ich setz die. Ich setz die Hebel. Die Hebel gehen dran. Hm. Und kurz danach öffnet sich das Menü, als wenn ich in den Sterling-Motor reingegangen wäre. Also nicht Shift gedrückt, oder? Und die ganzen Hebel ploppen wieder ab und fallen runter. Bitter. Ah, es geht doch. Da oben ist schon an. Ja, alle an. Und der Redstone-Motor läuft trotzdem noch sehr gut. Dann machen wir dasselbe jetzt nochmal hier drüben. 2, 3, 4. Ich weiß nicht wieso, aber ich verkleide alles bei mir. Gerade was Technikraum ist, mit Gabbo. Aber bei mir ist ja hier unten dieser Schalstein. Ja, der sieht halt übelst nice aus. Der ist so spontan. Ist ja mehr oder weniger spontan passiert, dass der hier gelandet ist. Alter, ist das enge hier. Das. Total dumm, den Angler hinten die Wand zu bauen, dass man den nicht mehr sieht, aber trotzdem die Wände zu verkleiden, dass die einheitlich sind. Ja. Psychologisches Gutachten, überflüssig. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir das wieder mit dem Gutachten. Ja, sieht aus wie vorher. Da muss ich mal umbauen. Jetzt ist ja gut, fall doch nicht noch fünfmal hier runter. Du sollst da dran gehen. Geht doch. So, wo ist jetzt der Hebel? An.
wenn du schon Angst hast. Das ist wieder so weit, ja. So, das läuft. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier zu dieser weit fortgeschrittenen Tageszeit jetzt hier gleich irgendwo einen Fehler habe, weil irgendwas nicht funktioniert, weiß ich nicht, ob ich das finde. Vor allem, wenn hier der Server mich auch noch ärgert. Oder mein Internet, oder... Wer auch immer mich ärgert. Alles mal, du bist... Also im schlimmsten Fall, was jetzt passieren kann, ist, dass dieser Kreislauf von den 10 Motoren irgendeinem Motor zu viel wird und der durchbrennt. Aber sonst sieht das Ding eigentlich aus wie ein Reaktor. Ich bin auf dem Weg. Alter, ist das krass. Bist du im Keller oder? Ja. Rein theoretisch sollte funktionieren. Da kommt's Holz. Hier rein, Sägewerk verbrannt. Geht in ins Diamantrohr. Schwarz gehen die Bretter raus. Blau geht da rein, wird da gecraftet. Schwarz geht unten raus, geht da. Verteilt sich. Alles, was sich nicht verteilt, kommt noch hier an. Das wollen wir jetzt gleich nochmal fixen. Dachte schon, du stehst da wie ein Psychopath. Aber das ist Professor Dr. Wahnsinn. Wenn du durchs Lager oben kommst, kannst du mal... Achso, du bist schon da, gut. Was? Ja, ist gut. Was denn? Hier diesen Schalenstein mal 2 Stacks mitbringen. Mittlere Etage, denke ich mal. Naja, da wo der ganze Stein... Ich kann dir aber nicht sagen, wo. Holz? Ja, hinten in der Steinecke auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, aber wo? Kann ich dir nicht sagen. Oh, Wacke. Das sieht aus wie... Könnte ich, will ich aber nicht. Das Süd? Ja. Das Süd? Schade schön. Gefunden. Der ignoriert Redstone-Signale, das ist richtig. Und... Was? Nee, ich weiß noch nicht, wie ich das auch mache. Sorry. Ich bin noch mal kurz. Der hat's. AFK. Ja. So. Fackelino. Licht machen, weil irgendwann machen wir ja mal wieder die Zombies an. Die Monster. Hör schon mal einen Platz mit definitiv mal eine Ader an der Birne. Möglich. Gut, ne? Plattenplatten. Aber warum sagst du sowas? Ne, das muss so sein. Das. Du tust quasi. Wenn ich es richtig verstehe, ist das die Leitung, die von oben von der Baumfarm kommt? Also hier oben, das was du hier oben siehst, ne? Ist oben drüber die Goldpipe, die von oben Holz bringt. Geht hier hinten lang, geht hier hinten ins Sägewerk. Ich schredder den Scheiß und das Sägewerk füttert die Dinger. Genau, geht runter. Blau geht in die automatischen Crafting Table. Da geht Sägemehl rein, geht dann hier in den Redstone Ofen und kommt da hinten aktuell in den Schubladen als Holzkohle raus. Das Holz geht runter, verteilt sich im Idealfall gleichmäßig auf die ganzen Öfen. Und jetzt will ich halt den Puffer schaffen. Und hier vorne kommt jetzt noch eine Schublade dann dran, wo alles, was nicht mehr an die Öfen passt, soll dann halt hier, kommt dann hier in eine Schublade.
ich in die Wand stecke. Das zu. Ich sage ja nicht mehr. Hier kommt eine Tür hin. Warum? Ja, wenn du hier reinguckst, das sieht aus wie... Keine Ahnung, irgendeine Lasergun. Ich habe ja gesagt, das sieht aus wie ein kleiner Reaktor. Wenn das jetzt noch alles funktioniert. Das Ding ist, wir können schon mal gucken, ob irgendwas explodiert. Volle Deckung. Output nach oben. Wir lassen schon mal hier 2 Millionen RF rein. Na genau. So, da können wir schon mal hier gucken, ob das gepresste Sägemehl funktioniert. Das sollte eigentlich genau da rausgehen und da hinten ankommen. Plopp. Perfekt. Na, ich muss ja erstmal die ganzen Geräte hier laden. Sägewerk und so. Ist natürlich jetzt mit dem 2 Millionen RF-Ding kein Problem. Und normalerweise sollte man jetzt, wenn wir jetzt hochgehen, müssten jetzt oben die Dinger auch voll sein. Ich geh mal kurz. Du weißt schon, dass du hier oben Marmor unter Decke hast? Ja. Interessiert mich nicht mehr. Am Anfang so, oh, Marmor. Der Marmorzug ist abgefahren. Der hat den Bahnhof verlassen. So. Dadurch, dass deine Kiste hier steht, die ja an der goldenen Leitung mit dran ist, kommt da Holzkohle rein. Ja, warte. Soll das so sein? Nee, das soll noch nicht so sein. Was denn? Nicht. Alles gut. Warte mal. Mal kurz den Kopf ein Stück weg. Geiler Scheiß, Mann. So. Die Stirling-Motoren befüllst du wie? Über die Goldpipe. Warte, Holz kommt rein, Sägewerk raus. Achso, Bretter. Ja, Bretter. Genau, Brettern. Und check ich. So, warte, jetzt schließen wir mal die Batterie hier noch richtig an. Machen wir das mal so hier. So. Unten blau, hier Eingang. So. Da wird die, wenn sie viel Strom ist, geladen. Wenn sie wenig Strom ist, gibt die ab. Sehr gut. Hä? Was denn? Nichts. Jetzt mal öffnen, was mal check ich. Jetzt hab ich noch irgendwas vergessen. Das Wichtigste. Das ganze Ding hier ist ja eigentlich dafür da, um Strom zu erzeugen. Ah ja. Rein theoretisch. Strom. Und halt ein bisschen Holz als Abfallprodukt. Die bleibt als Speicher. So. Der lebt ja voll in seiner eigenen Welt. Wieso denn? Ach, nix. Warte. Brauche jetzt doch noch ein Output hier unten. Ich krieg da einen Input. Output. Die braucht noch einen Output nach rechts, den hat sie.
Der kriegt Input. Da, genau. So. Mach's mal Angst. Sollte erstmal funktionieren. Ja, ich lasse es erstmal so jetzt, dass die Akkus hier lädt, die Paar. Da muss ich mal noch ein paar bauen. Und sonst kommt dann eigentlich von hier vielleicht irgendwo nochmal Strom abzapfen, hier oben in der Ecke. Und das dann mit hier vorne hinter die Wand legen. Und dann wird die ganze Wand hier auch noch betrieben. Damit. Da kann ich dann hier die Verbrennungsmotoren wegmachen. Und kann die halt wirklich nur noch irgendwo nutzen. Da kann ich halt dann so 5 oder 10 Verbrennungsmotoren mitnehmen, wenn ich irgendwo einen Steinbruch baue. Ich muss weg. Ich muss die jetzt mal ausschalten. So. Was denn? Ja, lass mich kurz überlegen. So, ich muss jetzt hochgehen. Hansi, wir müssen jetzt hochgehen, wir müssen jetzt den Apparat hier anwerfen. Den Apparello. Jetzt wird's aber spannend, oder was? Jetzt wird's wahrscheinlich erstmal kurz spannend oder laut im Keller. Und es regnet, juhu. Am Anfang hat er hier keine Ahnung, wie viele Tage so einen blöden Stirling-Mode rausgestellt, weil er rot-gelb geblinkt hat. Jetzt ist so das ganze Haus zugepflastert. Mit schlimmeren Dingen. Vor allem müsste ja eigentlich das Ding hier oben schon laufen. Ach nee. Kann auch nicht. Weil El Chapo hat noch keine Setzlinge. Volle Deckung! Ich hab natürlich keine Setzlinge mit. Doch, 5. Reicht. Okay. Es sollte jetzt gleich ploppen oben, oder? Ungefähr jetzt. Nee. Warte. Kommt der mit dem Gras nicht klar? Eigentlich sollte dem das doch egal sein, oder? Sollte. So viel zu spannend. Energie hat er, aber der arbeitet nicht. Warum arbeitest du nicht, Sau? Hat er nicht genug Setzungen? Nee, der braucht ja eigentlich nur. Also, selbst wenn der nur Ehen hätte, würde der erstmal Ehen pflanzen. Achso. Strom kriegt er. Ja. Ja, der ist voll mit 8011. Rein theoretisch braucht er gerade nichts anderes. Der muss rein theoretisch gerade nur die Setzlinge hochballern. Aber der wirkt nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht wirkt. Ich muss mir mal schnell was bauen. Ein bisschen verkleiden. Nee. Mal kurz abbauen hier, den Kollegen. Also. Vielleicht überlegt er sich es nochmal anders. So. Typisch. Ah! Was denn? Die Maschine hat ein Redstone-Signal. Woher? Das hatte ich schon mal. Er zeigt mir hier, wenn du auf Idle gehst, zeigt er dir hier 5 von 5 und this machine has a Redstone-Signal. Idle? Was? Das ist ganz rechts, dieses ZZ, das, die blaue Leiste.
wenn du da mit der Maus drauf hältst. Aber woher kriegt die das Redstone-Ding her? Das hatte ich schon mal und ich weiß nicht, wie ich es gelöst habe. Das sind die besten Voraussetzungen. Sieht das total pervers aus, wenn du hier unten bist, wie die Spitze von deinem Hut da rausguckt. Was? Ich mag grad was. Das Problem, das eigentlich nicht funktioniert. Die Redstone-Energiekabel, das tut aber kein Redstone liefern. Also kein Signal liefern. Nee, eigentlich nicht. Jetzt hat sie kein, jetzt hat sie kein Signal mehr. Jetzt sollte sie gehen. Nichts. Geht immer, ne, geht immer noch nicht. Warte. Das so. Wasser. Oh, ich hatte das schon mal. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Aber weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Stöpsel, ganz schnell. Stöpsel. Kann ich mal was testen? Jetzt hat er aber was gepflanzt. Was gepflanzt? Oder hat irgendjemand was rausgenommen? Ne, der hat gepflanzt. Warum auch immer noch nicht mehr, aber er hat gepflanzt. So, vielleicht haben sich die. Vielleicht haben sich die Farben verschoben. Wo ich den abgebaut habe und wieder dran gemacht habe. Rot, gelb. Rot, gelb. Das sind die Farben, die ich bauen wollte. Genau. Ich checke gar nichts mehr. Farben, Strom, Signale, Kabel, Stöpsel. Warte. Komm mit hoch. Wenn du hier den hier wegklopfst, dass du dir den angucken kannst, hast du doch hier Farben von oben drauf. Ja. Ne? Und wenn du jetzt rechtsklick auf das Teil machst, hast du links dieses Crafting-Menü. Ja. Das und da hast du die Farben. Das sind die Himmelsrichtungen, in was für Richtungen der pflanzt. Deswegen habe ich die anderen mit Marmor aufgefüllt, dass er da nichts pflanzt, sondern nur auf den vier Feldern. Check. Warum er davon jetzt nur zwei pflanzt, verstehe ich halt gerade noch nicht. Jetzt hat er halt. Jetzt hat er halt auch wieder ein Redstone-Signal. Vielleicht hat er gerade aus irgendwelchen Gründen mal kurz das Redstone-Signal nicht gehabt. Die Leitung, die hier hinten rausgeht, Richtung Stromkabel. Mhm. Kann ich die abmachen? Welche? Die hier. Nee. Weil, muss die da dran sein? Ja, das ist ja der Zubringer für. Oh, geh mal kurz da raus. Ja, aber. Achso, hier geht. Ja, das ist der Zubringer für eine. Für die Setzlinge. Kannst du das nicht woanders dran machen? Ah, ich mach das mal so hier. Ja, rein theoretisch kann ich das überall dran machen. Oh. Jetzt kriegt er aber wieder kein Redstone-Signal mehr. Ist ja kein Strom dran. Nee, ich habe halt gedacht, wenn die Leitung zu nah beieinander ist, dass da irgendwo was wird. Jetzt hat er gepflanzt. Jetzt kommen wir aber nicht mehr raus. Ah, da tritt so ein Redstone-Signal. Das check ich nicht. Hm. Wie gesagt, ich habe das schon mal und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es dann wegbekommen habe.
Ich wollte Erde mitnehmen, aus dem Lager. Ja, vielleicht ist er gewesen. Hast du ein Bett mit? Nee. Also, du hast eh nie gesagt. Ich hab nie gesagt, aber es hat gerade aufgehört. Das war's für Krypto. Hab ich mich hingelegt? Schau mal, schnell Erde. Was machen wir heute noch? Na, erstmal gucken, ob das jetzt hier läuft. Der Lachs läuft. Tada. Also, das würde ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Wollen, gerne. Das. Dann brauche ich noch was aus der Etage oben zum Mogeln. Wir müssen ja gucken, ob der Lachs läuft. Da war der Abgrund im Grund. So. Das hier, das hier, das. So. Ein bisschen Terraforming. Achso, du hast was gemacht, ne? Ich hab was gemacht? Nee. Nee, das sind meine verzögerten Geräusche. Ja. Weil rein theoretisch kann ich jetzt sogar das machen. Jetzt ist die Frage, ob der Baum da noch wächst. Das weiß ich nicht genau. Da hatte ich bei mir mal Probleme mit. So, mal klar. Eigentlich hat mein Haus keine direkte Verbindung zu hier, ja. Falls du redest, dein Mikrofon ist noch aus. Es frisst sich einmal komplett durch den Wald. Ich merke das schon. Hast du es ausgeschaltet oder? Nee, es krebt anscheinend noch irgendwo. Ich höre es halt gerade nicht. Oder der Strom ist alle. Ich habe jetzt mal die Bäume hier in der Nähe gefällt. Ah, ist hier, hier kommt es wieder. Jetzt hat noch genug Strom, es läuft noch. Ja, ich bin noch nicht ja. Hier auch die Birkensätze, ne? Weil die haben ja keinen Weg. Die haben ja kein Signal, weil die sind ja eigentlich geplant. Naja, wäre ja so schön gewesen, wenn es gleich funktioniert hätte. Guck dir den scheiß Wald an! Welchen Wald? Ist ja keiner mehr da. Alter! Alter, Alter! Was? Ist alles weg? Das ist alles weg! Ich hab dir vorhin noch gesagt, was passiert, wenn die Baumkronen zusammen sind. Nee, das ist jetzt genau das, was passiert, wenn hier eine Ecke vom Haus in der ganzen Sache involviert ist. Das Haus und ich hab so ein Ding in meinem Keller stehen.